Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen Jesu Christi. Ist dieser Ort nicht wunderschön? Ganz in der Nähe von der Küste befindet sich diese Stadt. Wir sehen nur einen Teil der Stadt San Francisco. Wir sind in den Pazifischen Ozean. Man beachte, dass das Wasser in dem Pazifischen Ozean zu dieser Jahrzeit sehr kalt ist. Man wage nicht hereinzuspringen. Es ist so kalt, dass der ganze Körper nach dem Reinspringen sehr steif werden könnte. Was will der Herr uns nun mitteilen? In der Bibel, im 1. Chronik, Kapitel 22, Vers 13 lesen wir: Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und zage nicht. Er spricht mit dir, mein Sohn, meine Tochter. Sei getrost und unverzagt. Fürchte dich nicht und zage nicht. Dies ist das Versprechen des Herrn. Du hast deinen Mut vielleicht auch verloren. In irgendeiner Sache warst du vielleicht sehr mutig. Als die Situation sich nun verändert hat, hast du jetzt Angst im Körper? Über deine Familie oder Freunde? Über deine jetzige Situation, über dein Verhältnis mit deiner Arbeit. Vielleicht warst du sehr mutig am Anfang. Nun hast du keinen Mut mehr. Du hast nur Furcht. Eine Angst entsteht im Herzen. Der Herr sagt, mein Sohn, meine Tochter, sei getrost und unverzagt. Denn der Satan versucht sein Bestes, dir deinen Mut wegzunehmen. Der Teufel weiß ganz genau, wie man dich einschüchtern kann. Er versucht es durch seine Wege. Aus diesem Grund gibt er Lücken, wie man dies erreicht. Er plant ganz genau, wie man dich einschüchtern kann. Daher sei mutig. Also fürchte dich nicht. Sei nicht verzweifelt, sagt der Herr. Warum denn? Weil ich bei dir bin. Ich habe den Satan besiegt, deswegen es ist egal, was der Teufel plant. Die Situation wird zu deinen Gunsten sich verändern. Er hat sich eingesetzt und den Satan für dich besiegt. Er hat den Kopf des Satans zertreten. Ich bin doch bei dir. Warum solltest du Angst haben vor dem Satan? Fürchte dich nicht und zage nicht, sagt der Herr. Wenn du deine Angst zeigst, wird der Satan dich besiegen. Er wird dich besiegen, wenn du deine Angst zeigst. Aus diesem Grund sagt der Herr, sei getrost und unverzagt, fürchte dich nichts und zage nicht. Daher sagt Satan, ich werde meine Furcht aufgeben. Mein Jesus ist bei mir. Der Jesus, der mir Kraft gibt und stärkt, ist bei mir. Jesus ist bei mir. Daher habe ich keine Furcht. Sagt es ganz laut und verkündet, dass Jesus bei euch ist. Jesus stärkt uns. Du wirst Erfolg haben. All deine Sachen werden gelingen. Du wirst nie wieder beschämt. Daher verkündet es mutig. Herr, du stärkst mich. Du machst mir den Mut, den ich brauche. Herr, du stärkst mich. Du gibst mir die Kraft, die ich brauche. Ich werde meinen Mut nie wieder aufgeben. Ich werde nicht verzagen. Weil der Jesus, den du besiegt hast, bei mir ist, werde ich auch Erfolg haben. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen.